Zu den diesjährigen Höhepunkten beim Impulstanzfestival zählte der Auftritt der Tänzerin und Choreografin Dada Masilo mit der Dance Factory aus Südafrika. It is an unforgettable swan. Dada Masilo hat eine unvergessliche Schwanensee-Version geschaffen. Sie hat diese romantische Geschichte dekonstruiert und stellt darin Geschlechterfragen und definiert die Ballettästhetik neu. Der afrikanische Schwanensee von Dada Masilo ist eine Wucht. Klassisches Ballett ist sehr streng. Ich habe mich keiner klassischen Balletttruppe angeschlossen, weil ich zu viel Energie habe. Ich wollte schon immer klassisches Ballett mit afrikanischem Tanz fusionieren, weil es so verschiedene Welten sind und noch nie gemacht wurde. Wir haben immer so die Tendenz gehabt, unsere westlichen Kulturen auch nach Afrika zu übertragen. Wie wunderbar sie das Ballett eigentlich beherrschen und darüber hinaus eben auch noch ihr afrikanisches Bewegungsvokabular so zwischendurch einstreuen. Also da schauen wir schon ein bisschen alt aus. Anfangs hatte ich Angst vor der Kritik der Ballettwelt. Ich dachte, das wird ein Flop. Dass es so ein großer weltweiter Erfolg wird, hätte ich nie gedacht.